Also die Trophäe Perfektionist. 3 Goldmedaillen im virtuellen Animus. Trainingsprogramm gewinnen. Haben 11,3% der Spieler hier. Ja, weiß nicht, ob die jetzt schwer oder einfach ist. Da geht man natürlich jederzeit hier in den Startmenü und macht virtuelles Training. Und dann kann man ihn so aussuchen. Ne? Also ich hatte versucht, hier immer in Kampf was zu reisen. Da war ich jetzt nicht so gut. Vielleicht macht man natürlich dann da, wo man vielleicht geil ist. Ich weiß nicht, was ihr für Fähigkeiten habt. Aber ich finde jetzt zum Beispiel freies Herumlaufen. Das hört sich nach an, was man schaffen könnte, weil man prägt sich ja dann die Strecke ja ein irgendwann. Irgendwann ist man ja der Meister dieser Strecke, hoffentlich. Ja. Und dann schafft man ja vielleicht doch die Goldmedaille. So, hier gibt es das Renntutorial, ein Tutorial für fortgeschrittene Akrobatiktechnik als Rennen gegen die Uhr. Ich mach's einfach mal. Vielleicht kann ich hier dann die ersten goldenen Medaillen verzeichnen. Hier zeigt es auf jeden Fall nach oben an. Also ich habe das noch nie gemacht. Okay. Das war schon mal falsch. Also ihr seht, man muss sich ein bisschen an den Pfeilen halten, aber es macht ja nichts. Wir machen das ja hier alles zum ersten Mal. Okay, das Trainingsprogramm wurde anscheinend zurückgesetzt, weil ich ja irgendwie beschissen habe, glaube ich. So. Jetzt ist, also ich kann ja hier mal ein bisschen durchlesen. Oh, Mist. Hier steht auch gerade, dass man seitlich von der Wand abspringen soll. Ich probiere es jetzt erstmal einmal so ganz normal und dann versuchen wir es mal auf Zeit. So freies Springen. Hier wird nochmal freies Springen erklärt. So, und was steht hier? Frei fallen lassen. Lassen Sie X los, bevor Sie die Kante erreichen, um sich fallen zu lassen, statt zu springen. Lassen Sie X los, bevor Sie die Kante erreichen? Okay. Ah ja, okay. Das verstehe ich. Frei früh abspringen. Beim freien Herumlaufen antippen, wenn Sie die Markierung berühren und sanft im Bogen zu landen. Mission wird zurückgesetzt. Oh. Das ist ja krass, ja. Ein Fehler und schon wird alles hier zurückgesetzt. Wahnsinn wieder. Also das ist ja... Das ist jetzt hier logisch. Also hier so ein bisschen seitlich abspringen. Hier ein bisschen... hier muss man halt wirklich nur die X-Taste loslassen. Dann geht Ezio nach unten. Das wollen die halt. Hier ist... Frei früh abspringen. Beim freien Herumlaufen X antippen, wenn Sie die Markierung berühren und sanft. Okay, so. Nee. Das hat anscheinend nicht geklappt. Vielleicht war ich viel zu spät mit dem X drücken, weil man soll ja irgendwie in diesen Loch da reinkommen. Gut möglich. X-Taste loslassen. Einfach nur die Klettertaste drin lassen. So, und hier muss man zeitig X drücken. Ich mache jetzt mal X. Ja, das hat funktioniert. Mauerlauf vom Balken. Fortgeschrittenes Festhalten. Springen Sie an einer Wand entlang, bewegen Sie L in Richtung Wand und tippen Sie auf, in dieser Richtung zu greifen. Okay, also ich versuche jetzt hier und dann... Ah, okay. Ah. Haha. So, und jetzt hier nochmal. Und hier ist dann das Finale. Okay. Also ich habe es jetzt einmal komplett durchgespielt. Jetzt muss ich es nur noch in schnell hinkriegen. Also es war zumindest so schnell, dass ich die Silbermedaille erhalten habe. Ne? Aber es ist ja viel Luft nach oben gewesen, was ich jetzt gemacht habe. Ist ja nicht so, dass ich jetzt hier übelst voll der krasse Assassine war hier. So, rüber.
Also hier, das ist ja, also hier muss man halt wirklich aufpassen, weil die Mission wird ja hier schnell zurückgesetzt, wenn man einfach einen Fehler macht. Man muss halt sich wirklich erstmal halt alles angucken und dann versuchen, das so zu machen, wie die halt wollen. Geschafft. Die Goldmedaille gehört uns. Ja. Wenn man natürlich weiß, wie die Strecken funktionieren, dann geht das natürlich viel, viel einfacher. Könnt gerne von mir aus auch die Zeiten von euch mal reinschreiben. Also meine Zeit ist hier 40:56. Geht auf jeden Fall schneller. Also es ist auf jeden Fall nicht das Maß der Dinge und ich glaube euch auch, wenn ihr das schneller geschafft habt. Aber ja, das ist so meine Zeit jetzt. Ich würde da jetzt aber nicht nochmal das versuchen. Weil wir wollen ja an sich drei goldene Medaillen und hier gibt es noch eine weitere, die schafft man wahrscheinlich auch in 35 Sekunden, also ein bisschen schneller. Aber man muss natürlich die Strecke auch hier wieder kennen. Eine kurze Sprintstrecke für freies Umherlaufen in weniger als eine Minute beenden. Das klingt doch nach was. Das machen wir jetzt auch. Kommt natürlich immer auf eure Fähigkeiten an, da kann man natürlich zum Beispiel auch kämpfen, ist vielleicht dann einfacher. So, mal gucken. Also hier kommt jetzt keine Dings hier, ne, glaube ich. Okay. Ja, ich. Ja, wie schon gesagt, muss erstmal natürlich jetzt die Strecke kennenlernen hier. Und eventuell muss ich jetzt noch ein paar Optimierungen machen gleich. Ich glaube, das hat irgendwie nicht hier geblonkt gerade. Okay. Okay. Naja, hier haben wir auf jeden Fall einige Fehler gemacht. Also keine Ahnung, was jetzt hier los war. Aber es reichte wieder für eine Silbermedaille. So, mal schauen, ob wir Gold hinkriegen. Wir müssen hier optimieren. Ich glaube, ich hätte das ganze Zeug ein bisschen eher machen müssen, weil hier lernt man doch schon ein paar Sachen, die hätte ich vielleicht im Hauptspiel noch gebraucht. Also wäre cool gewesen, wenn ich wahrscheinlich erstmal so ein bisschen hier das gemacht hätte. Das kostet zu viel Zeit hier. Und irgendwie das verstehe ich nicht. Ich glaube, hier muss man erstmal nach unten und dann nach rechts. Okay, alles klar. Okay. Das muss ich jetzt soweit optimieren, dass das hier 5 Sekunden schneller ist. Bei dem Tutorial, da hatte ich ja auch noch so circa 5 Sekunden. Also es ist auf jeden Fall so viel Zeit wahrscheinlich immer gemacht, dass man das auch wirklich schaffen kann. Ich stelle mich halt manchmal ein bisschen an. Ah. Na, hier verbrauche ich wirklich relativ viel Zeit. Vor allen Dingen dann mit den Hochklettern. Wahrscheinlich, ich glaube, hier auf die Plattform zu kommen, ist schon fast schon Schwachsinn. Weil man muss ja dann sowieso hier anscheinend nach unten. Ah, okay. Gut. Okay. Also ich würde jetzt nicht auf diese Plattform springen. Ich würde versuchen, halt wirklich halt wieder runterzukommen. Da kann ich bestimmt 2-3 Sekunden sparen locker. Und dann könnte es eng werden. Dann könnte man wahrscheinlich ja schon die Goldmedaille abgrasen. Also hier springe ich schon zeitig mit X ab, also bevor wir halt wirklich das Ende erlangen, mache ich nochmal kurz einen X-Tab, damit er früher abspringt. Das, was wir ja beim Tutorial jetzt ein bisschen gelernt haben wieder. Setze ich natürlich ein bisschen ein hier. So, machen wir mal so und machen wir so.
Oh, das hat auch viel Zeit gekostet. Aber wir haben es geschafft. Also ihr seht, es ist nicht so schwer. Ja, und wenn ich das sage, dann stimmt's auch. Weil ich bin jetzt auch nicht so voll der krasse Crack-Spieler hier, voll der krasse Assassin-Spieler. Das ist vor allen Dingen Training. Hauptsächlich ist das Training. Man muss immer wieder machen, ausprobieren. So, jetzt könnte ich natürlich Kurzstrecke 2 machen, aber hier steht was von 40 Sekunden. Ich möchte aber so eine kurze, knackige machen und hier steht 25 Sekunden. Also das soll man angeblich in 25 Sekunden schaffen. Ich mache jetzt Kurzstrecke 3. Dann, wenn wir das hier als Goldmedaille schaffen, dann haben wir diese Trophäe geschafft. Wieder natürlich das erste Mal kennenlernen. Okay, weiß nicht, ob das jetzt so clever war. Auf jeden Fall hier geht's weiter. Ich glaube, das war nicht clever. Ich glaube, hier muss man wahrscheinlich irgendwas anderes machen. Hier, dann würde ich hier wahrscheinlich wieder zeitig abspringen. Dann geht's hier wieder runter. Was ist das jetzt hier? Ach so, dann muss man hier hoch. Das ist aber wirklich spitze hier. Hm, das sieht... Also sieht von... also ich habe jetzt Bronze erhalten. Aber es sieht von der Strecke komplizierter aus, als es sein muss. Also irgendwie finde ich, dass die Strecke hier viel mehr Zeug hat, obwohl das gar nicht irgendwie sein muss wahrscheinlich. Okay, also das ist wahrscheinlich hier der absolute Knackpunkt. Kann ich hier das nochmal wiederholen? Herausforderung neu starten, ja. Okay, vielleicht war die Kurzstrecke 3 doch ein bisschen kniffliger. Ich habe mich von der Zeit verleiten lassen. Problem ist, der braucht ja extrem lange, ne? Ach, vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm. Und ich mache mir bloß jetzt einen Kopf, dass das schlimm ist. Ja. Also, einfach laufen, würde ich sagen. Also, ich habe mir das viel, viel schlimmer ausgemalt. 3 Goldmedaillen im virtuellen Animus-Trainingsprogramm gewinnen. Perfektionist haben wir damit geschafft.